Doch, wie zum Teufel bekomme ich die Kiste dahin? Könnt ihr mir das verraten? Hier ist ja auch irgendwas, aber ich kann halt hier nichts machen. Diese Wand ist aber nur irgendwas, was es mir erschwert. Was mir irgendwas erschwert, vermute ich mal. Ach, Leute, Leute. Hier kann ich auch noch mal hoch. Ah, okay. Gut zu wissen, da muss ich mich nicht über das Teil... Ich kann also hier auf jeden Fall hoch. Kann ich hier denn hoch? Nee, oder? Nee, da komme ich nicht hoch. Ah! Wisst ihr, was ich tun soll? Ich weiß, ihr könnt mir jetzt nicht antworten, aber ich würde es trotzdem gerne wissen. Wann ist denn die Tür aufgegangen? Was bringt mir dann dieses Licht überhaupt, wenn ich sowieso hier lang komme? Mein Ziel ist es ja, das irgendwie weiterzuleiten, oder nicht? Jetzt kann ich damit interagieren. Das habe ich natürlich nicht gesehen. Nee, das kann ich nicht. Ah, jetzt. Oh, hier schlocken. Naja, ich sehe schon, dass ich da weiter kann. Dennoch, ich habe nicht Kiste. Okay, lass mich nochmal kurz. Vielleicht muss ich das Ding ja wieder irgendwie so oder befördern. Also wie gesagt, ich werde versuchen. Was ist, ich werde versuchen. Habe ich die Kiste? Habe ich nicht. Aber jetzt habe ich sie. Kiste? Ich kann dich nicht sehen. Ah, jetzt ist sie oben, sehr gut. Musste das nicht hier nicht dran? Warte mal kurz. Warum rastet es nicht mehr ein? Ist es nicht davor da irgendwo eingerastet? Naja, ich gucke jetzt, was da oben ist. Habe ich jetzt den Satz zu Ende gesprochen oder nicht? Ich wollte sagen, dass ich jetzt einfach weiterlaufen lasse, auch wenn die Folge eigentlich schon vorbei wäre. Okay, eben weil ich das Gefühl habe, dass es gleich vorbei ist. Okay, muss ich jetzt den Schatten so ausrichten, dass ich da ordentlich hinkomme, wahrscheinlich. Ist ja meine Spezialität, wie ihr wisst. Ja, aber vorhin rastete das Rätsel. Sieht doch schon mal besser aus hier. Tschüss. Verdammt. Hing leider ein bisschen an dieser Stelle. Ah, die Kiste ist oben. Das ist sehr schön. Dann habe ich auch nichts dagegen. Wisst ihr? So sterben und so, das stört mich überhaupt nicht. Da könnt ihr mich nicht mit ärgern. Oh, shit. Ich bin so dumm. Ich wollte eigentlich... Kiste fallen lassen, da hat mein Stuhl wieder gequietscht. Sehr laut. Oh, da ist die Kiste. Scheiße. Muss ich jetzt echt von der anderen Seite machen? Weiß nicht, ob ich hier hinkomme. Oder ich verstelle das Licht nochmal kurz. Ich glaube, das erleichtert mir die Geschichte ein bisschen.
Wahrscheinlich würde es so auch irgendwie gehen, aber sicher ist sicher. So, jetzt nehme ich das Ding wieder. Jetzt weiß ich nicht, was er mir sagt, warum ich das hier hinstellen soll, interagieren. Oder sind es einfach nur so eine Hilfe für mich irgendwie? Dass ich weiß, hey, ja, du solltest hier lang mit der Kiste oder so. Kann natürlich schon sein, dass das so ist. Okay, jetzt stellen wir das Ding wieder. Oder Moment mal, soll ich hier vielleicht erstmal hin? Mal schauen, ob mir das was bedingt. Muss ich mir mal von nahem angucken. Moment. Sieht nicht so aus, als könnte ich da jetzt so normal hoch. Von vorne so schaffe ich das nicht. Gibt es hier denn noch irgendwie irgendwas? Wenn ich das Licht dann wieder anmache? Hilft mir das irgendwie weiter? Ach, vergiss es einfach. Ich gehe den Weg. Den finde ich doch ein bisschen leichter. Sieht nicht so aus, als würde mir das irgendwas bringen, oder? Kann ich das nochmal verstellen? Nein, das kann ich nicht. Okay. Und dann nochmal rückgängig machen. Okay. Jetzt kann ich das Ding verstellen, ne? Das habe ich da vor mir nicht angeguckt, glaube ich. Oder schon. Das ist so. Ich weiß nicht, was ich da machen soll, ganz ehrlich. Soll ich das Licht darüber machen? Soll das nicht? Ah, jetzt hat. Okay. Okay, es hat nicht funktioniert. Hätte wahrscheinlich schon irgendwie funktioniert. Warum will sie nicht? Also stand da und ich habe die richtige Taste gedrückt. Muss ich das vielleicht an einer anderen Stelle machen? Kleine. Ich meine, das ist die Schatten. Wo bin ich? Wow, okay. Hier geht's doch eigentlich auch. Da konnte ich jetzt einfach so bei den Rohren in die Schatten. Das buggt einfach nur ein bisschen. Seht ihr das? Dass ich da irgendwie, ich gehe in die Rohre rein, nicht direkt in die Schatten. Seht ihr das? Ich bin jetzt irgendwo mittendrin. Also das ist nicht richtig. Ich muss ja eigentlich hier wirklich drauf. Jetzt hat es kurz funktioniert. Muss ich mich links halten? Ging wieder nicht. Also ich wirklich, ich drücke die Taste permanent, also immer wieder. Müsst ihr mir glauben, dass es ein bisschen tricky ist gerade. Nee, das ist schon die einzige Stelle, die ich mir vorstellen kann. Jetzt hat. Sehr gut. Jetzt müssen wir hier hoch. Okay. Was wird halt immer surrealer? Dieser Leuchtturm ist einfach so der Schlüssel irgendwie. Was? Was hast du gesagt? Hat sie irgendwas mit nach Hause gehen gesagt? After a few days, the princess got to wondering. Why are Dad kept trying to give her away?
sorry, dass ich gerade so still bin. Ich genieße das gerade ein bisschen. Kommt hier wieder was? Scheiße, Entschuldigung. Och nee, jetzt hören wir die Geschichte leider nicht. Das tut mir leid. Es ist gerade so, ich finde es gerade so unglaublich traurig. Ich finde halt, er ist überhaupt nicht schlecht. Überhaupt nicht. Ich bin tatsächlich irgendwie eher sogar auf seinen. Nein, kann man nicht sagen, dass ich mehr auf seiner Seite bin als auf ihrer. Aber ich finde ihn halt eigentlich recht korrekt. Er geht vielleicht nicht den ganz richtigen Weg, aber das, was er. Was sein Ziel ist, auf jeden Fall richtig. Er will ja alles wirklich gut machen. Er wollte das mit dem Zirkus gut machen. Mit seiner Familie wollte er es gut machen. So, und nun muss ich darüber springen. Ja. Vor allem, das ist ja genau der Punkt. Das ist ja nicht mal der richtige Vater und er liebt sie trotzdem. Extrem. Boah, es ist so schön gerade. Sehr, sehr traurig auch. Muss jetzt ein bisschen mit mir kämpfen, muss ich hier ganz ehrlich zugeben. Also sorry, wenn man es ein bisschen hört. Also das leicht weinerliche habe ich ja sowieso schon wegen der Heiserkeit. Also. Okay. Wir scheinen jetzt am Ziel zu sein. Ich will hier noch einmal rumschauen, dass hier noch irgendwas ist. Die Aussicht genießen. Okay. Wow. Habe ich es angemacht, richtig? Das ist nicht die Bühne. Nicht falsch oder so. Hier ist der Ballon. Das ist doch die Bühne, oder? Muss ich doch irgendwas machen? Jetzt hat es funktioniert. Triff dich mit Didi. Bei der Bühne. Das Mädchen tut mir auch so leid. Oh, das lädt gerade nicht. Es ist gerade sehr schwammig, aber das kennen wir ja Gott sei Dank schon. Komisch. And now, ladies and gentlemen, the amazing Vincenzo's Theater of the Unreal. I got the lights on. We'll talk about this after. Ladies and gentlemen, a physicist named Albert Einstein tells us that our universe may not be the only one. There may be infinite others, each slightly different from ours. What are dreams in our world may be reality in those. To citizens of these other worlds, we are shadows. This appears to you to be an ordinary box,
But it is actually what we call a tesseract, or an octachoron. Suppose I open it, not in the three dimensions we live in, but along its fourth dimension. I can take out surprising things, things that are familiar and yet strange. But in this world of shadows, what seems familiar may be dangerous. What you don't know can hurt you. But what frightens you can also turn into something of surpassing beauty if you only understand it. Thank you. Thank you very much. Goodbye. Okay. Folgen wir mal. Auf jeden Fall, wenn es eine Vorstellung wäre, die ich gesehen hätte, hätte sie mich sehr beeindruckt tatsächlich. Entschuldigung. What are you up to, Johnny? You're up to something, aren't you? I tried, Kat. I really tried. Mom was right. I made a lot of promises I couldn't keep. What is with you? Without you, I'd be in the river. But it worked out, Daddy. I nearly got you hurt, kiddo. You would have saved me if I needed it. Das war jetzt gerade irgendwie komisch. Weiß nicht. Naja, schauen wir mal. Enjoy the show. I want you to meet the little girl who turned the lights back on. You made the lighthouse work? I fixed the puppet show, too, and the pirate ship. You fixed the pirate ship? It was only a little broken. See? She's almost as smart as you. Of course, she's brave, too. What's that supposed to mean? That you're rich, famous, and afraid of a little girl. What would you have me do, Mr. Fenris? Take her on my world tour? Take her to Shanghai and Istanbul and those other filthy and dangerous cities as some sort of apprentice? Is that what you came here to propose? Daddy, no! I don't know, just... Dee Dee deserves better. They both deserve better. They need you. I think they need you. Me? I'm a walking calamity. No, Daddy, we you need risked you. Your life to be with them. Johnny, what did you do? He nearly got himself killed to get you back. I wouldn't do that for anybody. But I'm just gonna keep screwing up. I can help you fix things. Would you take me back? For good? Oh, Johnny. Yay! Would you like to see my workshop? Again? Yeah. I bet you get to Shanghai on your own steam. But how? Well, you'll figure something out. After all, you are my daughter. How'd you do that? I thought only Dawn could do that. It's been a long time, hasn't it? Thanks for taking care of Dee Dee. Okay. Also hat er sie auch die ganze Zeit gesehen? Und extra das so gemacht, dass sie auf sie aufpasst? Dass sie dann auf sie aufpasst. Puh. Wirklich schön. Wirklich ein schönes Spiel. Sehr, sehr schön. Ihr wisst es vielleicht von anderen Let's Plays, dass ich nicht so direkt nach dem Spiel viel dazu sagen kann. Weil ich mir immer erst Gedanken mache. Ich muss es immer erst sacken lassen. Das würde nichts bringen, weil ich muss... Ich habe gerade versucht, irgendwie schnell
das alles in meinem Kopf zu verarbeiten, aber es geht nicht. Also ich muss wirklich abschalten, nachdenken und dann könnte ich erst das dazu sagen. Auf jeden Fall hat es mir sehr gut gefallen, außer diese Plattform-Dinge, aber es ist halt mein sehr persönlicher Geschmack. Sonst, die Musik ist sau. Ich meine, hört hin, die Musik ist echt sau gut. Die Story ist mega schön. Hab an der einen Stelle fast wirklich ein bisschen weinen müssen. Optisch sah es mega gut aus. Den Stil mochte ich total. Und dann ist der eine Zauber da, der doch nicht so ein Arsch halt. Weil er schon wollte, dass man sich um sie kümmert. Er konnte zwar nicht da sein, aber hat halt dann die Dawn geschickt. Und sie hat ja ihren Job super gemacht. Und lebt halt dann anscheinend in dieser Parallelwelt. Oder kann vielleicht auch wieder zurückwechseln, das weiß ich nicht. Und wir haben alle Objekte gefunden, Leute. Wir haben zwar nicht alle Lichtkugeln bekommen, aber wir haben die ganzen Objekte gefunden. Jetzt wollte ich sagen, ich lasse die Credits durchlaufen und bin schon mal weg, aber die sind ja schon vorbei. Alles klar, Leute. Eine Sache wollte ich noch sagen, ich bin ja heiser. Jetzt weiß ich nicht, wie viele Folgen ich insgesamt aufgenommen habe. Die jetzige werde ich vermutlich teilen, weil die jetzt über 40 Minuten gehen würde. Und es kann sein, eben dadurch, dass ich heiser bin, dass ich nicht sofort im Anschluss ein neues Spiel mache, sondern vielleicht erstmal schaue, dass meine Stimme wieder ganz okay ist und dann neues Let's Play aufnehmen. Es sei denn, es haut jetzt mit den Folgen eh so hin und ich sag's nur schon mal für den Fall, wenn es so wäre, dann nicht wundern. Auf jeden Fall, vielen Dank fürs Zugucken. Das Spiel hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Wenn das so ist, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Und wenn alles klappt und meine Stimme wieder hundertprozentig in Ordnung ist, dann sehen wir uns morgen zu einem neuen Let's Play auf unserem Kanal. Vielen Dank nochmal, Leute. Und bis morgen, höchstwahrscheinlich. Ciao.